Hi, ich bin Elke und heute habe ich euch wieder was ganz Verrücktes mitgebracht und zwar ein Federschmuck aus dem Amazonasgebiet. Ich weiß aber nicht genau, woher der ist. Also woher der exakt ist. Und zwar, was hier ganz interessant dran ist, ist, wie er verarbeitet ist. Weil das sind auch ganz andere Techniken wie in Nordamerika und man sieht, bei dem Kayapo-Headdress hat man das nicht so gesehen, aber hier sieht man das viel, viel besser. Und zwar sind diese großen Federn, also ich weiß jetzt nicht, ob dieser Haarschmuck so rum richtig rum ist oder einfach falsch montiert wurde. Also weil das, diese Stränge hier, die das zusammenhalten, damit nicht eine Feder nach vorne oder nach hinten geht, wahlweise, die sind halt außen und das wundert mich ein bisschen. Aber was man gut sehen kann, ist, wie diese Federn hier, die großen hier unten gemacht wurden. Und zwar sieht man hier, da sieht man, dass diese Federn hinten, quasi der Kiel hinten abgeschnitten ist, um einen Faden drumherum gelegt. Das sieht man da, glaube ich, ganz gut. Und dann ein Stückchen weiter oben zu vernäht wurde, quasi zusammengebündelt, einfach zusammengebunden. Also dass sozusagen diese Feder, dieser Kiel quasi eine Schlaufe bildet und dass sich das Ganze quasi sich selbst hält, sozusagen. Das ist sehr spannend. Die haben dann halt neben diesem geflochtenen Gras quasi Reifen haben sie das innen sozusagen wie festgenäht, also den separaten Federstrang mit einem ähnlichen Material. Was sehr spannend ist, wie gesagt, dann dieses einfach durch die Federn durchgefädelt, hier einmal drumrum, damit die Federn also zusammenbleiben und nicht nach vorne oder hinten kippen. Und was aber ganz interessant ist, sind diese kleinen Blümchen hier, diese kleinen Federblümchen. Und zwar, wenn man sich das mal anguckt, ist hier quasi wie ein Gras oder wie ein Bambus genommen worden. Also ich denke, dass ich nicht, dass es Bambus ist, aber ein ähnliches Gras, das innen hohl ist. Und man hat dann das umwickelt und hat dann die Federn quasi mit eingewickelt. Das sieht man hier so ein bisschen. Das sieht man auch von der Seite von oben ganz gut. Ups, muss mal gucken. Ja, so, man sieht es so ein bisschen hier, ne? So, und das ist sehr spannend, weil dieses Blümchen, was in der Mitte nun plötzlich ein Loch hat, da, wie diese Halterung hier stattfindet. Und zwar ist eigentlich nur ein Fädchen, also eine Schlaufe quasi gemacht worden, die genauso lang ist, wie, also dass das gerade über diese Länge von diesem Stückchen Bambus oder Gras drüber geht. Und dann ist einfach so ein Knebel quergeschoben worden. Ups, hier. Dieser Knebel quergeschoben worden und damit, also das Zeug ist quasi wieder runternehmbar. Wenn man unterwegs ist und das zusammenlegen will, kann man das machen, dass das nicht stört und nicht kaputt geht. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil sowas kenne ich. Nordamerika wird das so nicht gemacht. Sowas. Wie gesagt, sehr, sehr spannend. Hier sieht man das auch nochmal ganz gut. Moment, wo sind wir? Hier. Diesen Knebel quasi sieht man hier auch noch mal ganz gut. So ein bisschen wie Ostereier, so mit Fädchen und reines Loch und dann dreht sich dieser Knebel unten quer. Das hat so ein bisschen eine ähnliche Funktion. Wie gesagt, sieht man jetzt nicht so häufig, aber ich wollte euch das mal zeigen und ich habe noch andere Videos über zum Beispiel diesen Karaya-Kopfschmuck und eben über einen Weiweischurz. Ja, schaut es euch mal einfach an und wenn ihr andere Videos von mir sehen möchtet, es euch vielleicht ein bisschen gefallen hat, abonniert einfach den Kanal und lasst einfach ein Like da. Danke!